Hier in meinem kleinen Kräuter- und Gemüsebeet, das wir jetzt hier sehen, habe ich die Physalis eingepflanzt. Die Physalis habe ich auch von der Firma Vollmari. Das ist die Andenbeere Gold Vital. Sie hat sich jetzt mittlerweile sehr gut etabliert hier, macht auch fleißig Blüten. Die sind jetzt zum Abend hin eher geschlossen, beziehungsweise eventuell auch sogar schon bestäubt worden, weil heute war es ein bisschen windig und das ist bei den meisten Nachtschattengewächsen so, dass wenn es ein bisschen windig ist, schon ist die Blüte bestäubt. Muss man sich also keine Sorgen machen. Die wächst jetzt ganz gut, ist direkt im Erdreich eingepflanzt. Zum Herbst hin werde ich sie wahrscheinlich ausgraben und überwintern und dann wird es ein separates Video geben. Ihr seht hier, die Pflanze habe ich eingekürzt, einfach dass sie dann jetzt hier buschiger wächst und dadurch dann natürlich mehr Blüten treiben wird. Und sobald dann die ersten Früchte dran sind, werde ich euch auch darüber berichten. Die zweite Pflanze wächst im Übrigen hier hinten, sieht man hier. Und dann, wenn das soweit ist mit den ersten Physalis-Früchten, werde ich euch das sagen. Wenn ich die Pflanze nicht zurückgenommen hätte, also von der Größe her, hätte sie jetzt mit Sicherheit schon die eine oder andere reife Frucht. Aber das ist jetzt einfach so. Wenn ihr Fragen habt zur Kultur und Pflege von Andenbeeren, Physalis, schreibt es gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video und tschüss.